Hallöchen und herzlich willkommen, meine Kleinkartoffelchen, zu einer kleinen Special-Folge mit dem Thema Halloween-Mäpsel-Däpsel. Und hier seht ihr schon die Erbauer, das, was jetzt folgt hier so ein bisschen, nämlich die Eggie und die Bibi. Und wenn mich nicht alles täuscht, sollten die auch nochmal nicht hinter mir stehen. Oh. Du musst dich jetzt erschrecken. Oh nein, okay, ich laufe ganz alleine in den Wald rein. Das ist eine schlechte Idee, du findest nie wieder raus. Genau. Also, ganz kurze Erklärung dessen, was hier jetzt gerade abgeht. Wir haben hier eine kleine, ich nenne es mal Entdecker-Map mit dem Thema Halloween gebaut. Das haben die Ecki und die Bibi gemacht. Und mehr, also wie ihr diese Map kriegen könnt, das gibt's am Ende der Folge natürlich, logischerweise, ne? Und wir fangen jetzt erstmal damit an, diese Map so ein bisschen zu erkunden und die Leute hier, die beiden erzählen uns so ein bisschen, was hier rund geht und abgeht und wie auch immer. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann könntet ihr natürlich downloaden. Wie gesagt, alles am Ende der Folge. Los geht's! Ich überlasse Bibi das Wort. Mitkommen. Müssen wir alle schleichen? Ja, wir müssen die Folge in die Länge ziehen. Okay, machen wir. Vielleicht nur eine ganz kurze Info. Das hier ist, wie heißt das Texture Pack nochmal? Pumpkin, einfach nur. Pumpkin irgendwas, Texture Pack. Ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, die Krähen-Sounds, die kommen aus dem Texture Pack. Hier sehen Hühnchen aus wie Krähen. Es gibt hier coole links Musik. Links oder rechts? Welches ist der richtige Weg? Links. Dann verpasst du was. Das weiß ich. Was habe ich? Rechts steht doch noch was. Rechts steht noch was? Ja. Echt? Rechts steht das verbotene Haus. Das wusste ich nicht. Ihr seid hier die Führung. Geh mal ein bisschen schneller. Nein, ich versteck mich jetzt. Ich habe Angst. Wir wollen das zeigen, nicht Angst verbreiten. Das ist ein Halloween-Mensch. Hab Angst. Also ihr merkt schon, Leute, wenn ihr das Texture Pack hier drin habt und dann noch vielleicht einen Shader, wenn er auch nicht besonders stark ist, sondern nur so ein schwacher, dann kann Ecki auch schon gruselig werden. Willkommen im Hexenhaus. Okay. Okay, alle, okay, okay. Alles klar. Gut, okay. Das war also das Hexenhaus, ja? Ja. Mhm. Okay. Geradeaus oder nach links? Nach links. Okay. Aber geradeaus steht doch noch was Wichtiges. Da können wir auch anders hin. Okay, wir kommen. Leute, habt ihr das gehört? Es gibt hier also auch optionale Wege für das Ganze. Das ist ja krass. Schon wieder? Ja. Links, da hinten ist nämlich was. Kann man hier hinfallen? Man sollte auf jeden Fall nicht hinunterfallen. Oh Gottes Willen. Okay, das, okay. Ich habe nämlich gehört, dieses Haus ist verflucht. Ach du Kacke. Ich muss da mal ganz kurz einen Screenshot von machen. Ein bisschen lustig ist es ja. Nein, es ist gar nicht lustig. Und hier soll man reingehen, ja? Oh, das Evil Chicken. Das Evil Chicken. Das ist mein Haustier. Okay, da hier wohnt also die böse Hexe Bibi. Ja. Okay. Was haben wir hier? Hier sind eventuell 1-2 Sachen drin versteckt. Man sollte sich das Haus genau ansehen, wenn man hier ist. Ach, so ein bisschen creepy ist das ja. Weißt du, wie so die alte Großmutter, die gleich einfach tot umfällt oder zu so einem Geist wird und dich einfach übel anspukt oder so. Meinst du so? Ja! Das war sehr creepy. Also Leute, schaut euch hier in diesem Haus auf jeden Fall genauer um. Aber Näheres gibt's hierzu nicht zu sagen. Vielleicht noch irgendwas zeigen hier? Gefällt dir hier irgendwas besonders gut? Du kannst doch nach oben gehen oder hier die wunderbare alte verfallene Bibliothek. Schon krasser Schissel. Da ist nichts drin. Schade. Alle
alle. Nein, da ist nichts drin. Gar nicht. Aber vielleicht war vielleicht ist da oben was. Okay. Sie sieht auf jeden Fall. Boah, ist das gruselig. Ich bin runtergeflogen. Das ist ja echt gruselig. Oh, Leute, also ihr werdet hier Spaß haben. Wenn ihr auch sehen wollt, also ich kann das ja auch mal gerne spielen. Das müsst ihr dann nur unten in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das mal. Aber ich, nee. Ich wusste gar nicht, dass Minecraft so gruselig werden kann. Es gibt zwar Horror-Maps in Minecraft, die so naja sind. Es gibt auch einige, wo man sich mal erschrickt oder so, aber... Ich stehe sowieso so ein bisschen mehr auf Atmosphäre als auf Jumpscares, beziehungsweise Scares in dem Sinne von Erschrecken. Sondern eher so von. Boah, nee. Alter, Bibi. Ist das irgendwie mein Texture-Pack? Herzlich willkommen. Eventuell so, sind die Buchstaben verwaschen. Alt. Weil es ist alt und alles oder verfurcht. Dabei ist das schon. Er hat sich gleich mal umgebracht. Das war mir zu gruselig. Alter, Bibi kann das echt gut. Bibi sollte bei den Horror Nights im Europapark mitmachen. Was ist das denn hier? Willkommen im Ein Dorf. Kaputtes Haus. Da hat mal eine Familie gelebt. Die ist jetzt tot? Verbrannt? Die ist tot. Wer weiß, hier passiert ist. Oh Gott, was ist hier passiert? Das ist mir ein bisschen unangenehm jetzt. Ist das ist creepy. Weißt du gehst so ein Stück und dann kommen sie so hinter dir her so. Wie die Geier. Überall Blut. Hier ist ein Totenkopf. Oh, und Blut. Hier geht ein Blut dahinter. Die Krähen dabei. Hier gibt's bestimmt auch wieder den einen oder anderen geheimen Stützpunkt. Vielleicht. Weiß es nicht. Ja, ist okay. Ich frage ja schon nicht mehr. Eck hier, auf jetzt. Das macht mich verlegen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Kann man hier mal Licht anmachen, ein bisschen auf mehr? Dem alten Marktplatz. Oh Gott, das auch noch. Alter, das sieht hier richtig krass aus. Also Leute, ich merke schon, ihr werdet Spaß haben. Ihr könnt davon auch gerne Videos oder Bilder oder sowas schicken. Gucken wir uns Es leuchtet. Leuchtet hart. Es leuchtet nicht nur, es macht auch Geräusche. Ja. Weißt du, was mich das gerade erinnert? Na? An Amnesia, The Dark Descent. Da ist auch so ein Brunnen, aus dem kommt irgendwas schubsen? Raus. Nein, kann man nicht. Geh weg. Hier ist auch unsere wunderschöne Kirche. Es ist cool. Komm ich nicht da reinzugehen. Was ist da? Nichts, komm hoch. Wow. Wow. Leute, das habt ihr nicht gesehen. Das war jetzt der Überraschungseffekt. Man beachte den Eingang, wie der ausschaut. Willst du da wirklich rein? Nein, in eingangig. Den Mund. In den Mund? Essen? Hä? Ich sehe da kein Gesicht. Natürlich. Wow, wirklich. Nee. Oh! Hier, guck oh! mal. Auge, Mund. Er ist runtergefallen. Mund. Ach, Auge, da. Auge. Mund. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Mund, ich bin drin. Oh Gottes Willen, ey. Alter, ist das creepy. Das gibt's ja gar nicht. Das hätte ich jetzt niemals erwartet. Ich hätte alles erwartet, aber doch nicht das. In Gedenken an Ecki und Bibi, die hier vor mir stehen. Moment, was? Oh Gott. Vor allen Dingen die Fußtritte hier sind extrem cool gemacht. Ja, wir haben ne? ja auch noch ein Grab. Was? Eins oder mehrere? Mehrere. Das die Dorfbewohner? Wer weiß. Und wer hat die alle unter die Erde gebracht? Irgendwo muss ja noch einer sein, sonst hätten die ja nicht alle unter der Erde. Wer weiß. Die sind alle bekloppt hier. Keiner kann es dir sagen.
Ist das eklig, ey. Niemand wird es dir sagen. Geht ihr jetzt mal weg von mir, bitte? Nein, die sind gar nicht tot. Die essen nur so Kekse zusammen. So, und jetzt weiter, bitte. Weiter im Taxi. Ich finde das nicht mehr lustig, obwohl ich lache. Es ist uncool. Kra! Der Borg, Ecki. Der Borg. Zur so Heimat des Herren. Zu der Borg. Oh lol, da oben ist gerade eine Krähe geflogen. Das sieht ja, das sah ja krass aus. Hier waren mal Ställe. Die Betonung lag auf war. Es war mal. Alter, ist das krass. Vor allen Dingen mit dem Shader ist es halt richtig krank. Du fühlst dich hier richtig am Arsch. Ohne Shader wäre das bestimmt harmlos. Oh Gott, was ist da? LOL, das sah von hier aus, als wäre das in die Tür eingearbeitet. Ja, also, wenn du hier rangehst, verzieht sich der einfach so nach vorne. Krasser Scheiße. Jeden Schritt und Tritt sieht er. Gehst du bitte da weg? Sieht auch dich. Nein, der sieht mich nicht. Er weiß genau, wo du bist. Er sieht alles. Wo bin ich jetzt? Unsere Etage. Oh, mach das nie wieder. Oh, weiß ich, dachte mir gerade schon so, was ist das denn? Und erschreckt mich da so übel davon. Huch. Das macht das Ganze gleich viel liebevoller, wenn man da einfach mal, das lassen wir jetzt so. Hier bleibe ich. Das gefällt dem Lehnsherrn aber nicht. Das ist verboten. Der Lehnsherr, der ist doof. Sag das nicht zu laut. Er verflucht an dich. Ich habe in sein Wasser gepupst. Sicher, dass das Wasser ist? Was ist das? Nee, Fische? Vielleicht ist es auch Phosphorsäure. Er weiß. Fühlst du dich gut? Ja. Können wir bitte weitergehen? Eigentlich wollte ich das hier nicht so gruselig machen. Ich finde das nicht in Ordnung von euch. Es gibt wieder schönen Wald. Hier fehlen noch Eulen. Diese schöne Atmosphäre. Hörst du die Schreie? Ich will das nicht mehr. Ich gehe jetzt weg hier. Und weiter hinein in den dunklen Wald. Ja. Tiefen des Waldes, aus dem du nie mehr herauskommst. Warum kruspelt dieser Baum schon wieder? Weiß nicht. Da ist was Komisches an dem Baum. Mach das weg! Vielleicht beobachtet auch er dich. Er hat auch Augen und guckt. Oh, der leuchtet! Wo sind denn da der, wo ist denn da das andere Auge? Krasser Schissel. Bist du zugewachsen? Können wir bitte weitergehen? Es beobachtet dich. Nein, das beobachtet mich nicht. Beobachtet mich. Hä? Alter, das ist krasser Schissel. Was ist mit diesem Puff passiert? Er ist auf jeden Fall ziemlich flach. Die sind alle tot. Was? Wieder? Sag, lebt überhaupt tot. Noch jemand? Wer weiß das schon? Wie die leben? Wo sind sie? Was tun sie? Was ist geschehen? Oh Gottes Willen, ey. Ihr macht mich fertig. Wer hat sie getan? Ich. Und ich hab Izzy alle angepupst. Oh, Ecki, komm mal mit. Wo ist Willi hin? Ich hab mich verloren. Oh nein.
Ja gut, dann wird er jetzt sterben, weil er findet hier eh nicht mehr raus. Weißbrot. Oh, guck mal. Nein. Wow, wow, what the fuck, ey, was ist das denn? What the hell? Gleich sieht das Ganze viel unabenteuerlicher aus, wenn es hier Tag wird. Oh. Hey, mach mal dunkel. Mach mal Zauber. Mach mal Hex. Ich hab gezaubert. Oh. Und okay, weiter. Das ist echt ein bisschen creepy mit den Creepern hier. Nur leider spawnen die nicht so ganz. Also Leute, macht auf jeden Fall Monster an. Die Atmosphäre ist schon krass. Gibt's noch irgendwas zu gucken? Nö. Nö. Und jetzt müssen wir hier wieder irgendwie rauskommen. Also Leute, wenn ihr es schafft... What the fuck, Alter, was geht denn mit dir ab? Ecki, auf jetzt! Leute, also wenn ihr es schafft, zum Anfang vom Spawn aus loszulaufen, dann alles zu entdecken und dann wieder zum Spawn zurückzuführen, dann seid ihr echter Halloween-Meister. Es ist so laut, pst! Und deswegen würde ich einfach mal sagen, diese Map gibt es bei mir auf der Webseite zum Download ab heute. Schaut da einfach mal vorbei, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ganz markant markiert, also man kann ihn eigentlich nicht verwechseln. Und ich hoffe echt, es läuft euch ein bisschen kalt den Rücken runter. Und ich glaube, das hoffen die beiden hier auch. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt hier raus und gehe mir noch mir in die Hosen kacken. Gut. Tschüss. Das ist so creepy, Leute.